Hallo hier bei HowTo und damit herzlich willkommen bei unserer Osterserie. In diesem Video wollen wir so galaktisch aussehende Eier färben. Wie das Ganze funktioniert, sehen wir jetzt gleich. Ganz zu Beginn müssen wir natürlich die Eier kochen. Dazu nehmen wir uns einen Topf und füllen diesen mit heißem Wasser. Dort hinein legen wir dann die gewünschte Anzahl an Eier, die wir dann färben wollen. Wir schalten dann unsere Herdplatte ein und lassen die Eier kochen. Fürs Eierfärben benötigen wir natürlich harte Eier. Dabei ist zu beachten, dass man ca. 3 bis 5 Minuten für ein weiches Ei, 6 bis 7 Minuten für ein mittleres und ca. 10 Minuten für ein hart gekochtes Ei braucht. Sind dann die 10 Minuten verstrichen, können wir den Topf vom Herd nehmen und die Eier mit etwas kaltem Wasser abschrecken. Damit lassen sie sich später leichter pellen. Die fertig abgeschreckten Eier geben wir dann in eine Schüssel und können dann weiter verfärben. Nun kommen wir endlich zum eigentlichen Färben der Eier. Dazu benötigen wir einfaches Krepppapier. Dieses schneiden wir dann in etwa 2 cm breite Streifen und zerreißen diese wiederum in etwa 4 bis 5 cm lange Stückchen. Ihr könnt dabei natürlich jede Farbe nehmen, die ihr wollt und auch so viele Farben kombinieren, wie euch auch immer zumute ist. Habt ihr das dann geschafft, nehmt ihr euch 2 Gläser zur Hand und füllt diese mit einfachem kaltem Wasser. In dieses Wasser gebt ihr nun die Krepppapierstreifen hinein und befeuchtet sie. Die nassen Streifen gebt ihr nun auf das Ei, wo sie dann einfach kleben bleiben. Der Grund, warum wir mit 2 Gläsern und nicht nur mit einem Glas arbeiten können, ist jener, dass wir nämlich schon beim Eintauchen ins Wasser etwas Farbe verlieren. Und wenn ihr dann das orange Krepppapier in das Glas mit dem blauen vermischt, so bekommt es dort schon einen leichten Farbstich. Um das zu vermeiden, müsst ihr die Farben dann etwas trennen. Wenn ihr dann das gesamte Ei mit Krepppapierstreifen und Mantel habt und mit eurer Kreation zufrieden seid, dann gebt ihr es zur Seite und lasst es dort für einige Zeit trocknen. Bis die Eier schön trocken sind, können einige Stunden vergehen. Denn umso länger ihr die Farbe auf dem Ei trocknen lässt, umso intensiver wird das Ganze auch. Wenn die Eier dann schön getrocknet sind, dann könnt ihr sie dann endlich von ihrem Mantel befreien. Und schon sind wir fertig. Das Ergebnis sind richtig bunte und knallige Eier, die natürlich bei keinem Osterfest fehlen dürfen. Genauso wenig dürfen natürlich auch unsere anderen Färbemethoden fehlen. Zu diesen gelangt ihr dann am Ende des Videos ganz einfach durch Klicken auf das Video. Und damit sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt How To. Bis dann!